Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terranigma mit dem Gecko Climber. Wir haben in der letzten Folge ja den Beruga aus seinem Kälteschlaf befreit. Das hätten wir aber lieber nicht gemacht. Und wollen jetzt noch ein paar Dinge tun. Ich habe noch ein paar Sachen in petto. Beim Pierre zum Beispiel können wir noch was tun. Ich bin Pierre. Ich liebe es, an Maschinen herumzubasteln. Willst du meine Erfindung sehen? Joa. Okay, ich kann nun Bilder von Menschen auf Papier festhalten. Stillhalten und klick. Hey! Hey! Nichts passiert? Das bedeutet, ich habe es geschafft. Eine Maschine, die Bilder auf Papier band. Vielen Dank für deine tolle Unterstützung. Ich werde diese Maschine Kamera nennen. Ich schenke dir eine, als Dank für deine Hilfe. So, jetzt haben wir die Kamera bekommen. Sehr schön. Ja, man sieht, ich bin jetzt gerade noch so dabei, ein klein wenig Nebenquests zu machen heute. Aber ich werde auch mit der Hauptquest so ein bisschen fortfahren. So, jetzt muss ich mal überlegen, wo können wir denn hier... Hier könnte man irgendwo auch noch... Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Dem Jean müssen wir, glaube ich, noch Dingensbummens. Nein, hier wollte ich nicht rein. Jean, wohnst du hier? Gibt es hier was? Kann ich... Wer bist du denn? Gib lieber meiner Freundin etwas. Hehe. Hä? Ich mag keinen Wein mehr. Ja. Warum trägst du diesen Brief bei dir? Bist du ein Postbote? Was? Eine vom Feuer zerstörte Stadt? Das ist furchtbar. Ich werde etwas zum Hilfsfonds für den Aufbau der Stadt beisteuern. Dankeschön. So, dann müssen wir jetzt noch ein paar andere suchen. Nehmen wir mal dich hier. Da hat ja die Mary ihren Laden aufgemacht. Dieser Brief. Du meinst doch nicht. Nein, noch nicht. Wie bitte? Ein Brief von Leuten, die ein schreckliches Feuer überlebten? Oh. Oh, ich verstehe. Das unterstütze ich natürlich. Ich verfüge über etwas Geld. Finde ich lieb von dir. Sole, dann haben wir hier noch... oh, ein Touristenbüro. Das ist auch schön. So, jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwo hier hat doch noch der, du hier. So, genau. Beim Jean. Der will uns doch bestimmt auch helfen. Ich nehme jetzt noch viel Arbeit, bevor ich will. Wirtschaft, Kultur, soziale Einrichtungen, etc., etc. So, und ich glaube nämlich, wir sind jetzt hier auch soweit fertig. Lexa! So. First Avenue. Oh je, meine, die Städte sind inzwischen so riesig geworden. Und hier geht's nicht mal mehr raus. Was soll denn das? Na egal. So. Schaffen wir es mal hier rum raus. So. Okay, mir ist gerade eingefallen, ich hätte da hinten noch was machen können, aber ist es zu spät? So, dann möchte ich einen Brief noch hier loswerden. In England bei dem Sir Fitz, genau. Dann haben wir ja schon fast die Hälfte an Briefen schon, den Leuten gegeben. Oh, was ist das für ein Brief da? Zeig ihn mir. Mein Gott, diese arme Stadt muss geholfen werden. Ich schicke einen Geldboten zum Wiederaufbau der Stadt. So, wie viele haben wir noch? Fünfe? So, jetzt muss ich dann langsam mal sicher überlegen, wer eigentlich jetzt noch einen von denen kriegt. So, aber... Ich will jetzt erstmal noch ein paar andere Dinge machen. Und zwar, wie gesagt, wir wollen noch ein bisschen Hauptstory vorantreiben. Eine von den, Dingensbummens, wie hieß es? Eins von diesen, einer von diesen Mondsteinen war, glaube ich, im Eis irgendwo oder sowas. Oder in der Kälte, weiß ich nicht mehr genau.
Müssen wir nur mal gucken, wo ging es denn hier rein? Nee. Nee, da ging es nicht rein. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo an Land gehen können. Da oben habe ich auf jeden Fall eine Stelle gesehen, wo irgendwas sein könnte für uns. Ja. Da möchte ich hin. Da möchte ich gerne hin, in diese Höhle. Aber wie kommt man da hin? Ich glaube nicht, dass wir mit den Vögeln da irgendwie hinfliegen können. Wow. Nee, da war nichts mehr. Gut. Dann lassen wir es halt sein. Da oben. Da muss ich nochmal genau gucken, wo man da wie landen muss. Dass wir da hinkommen. Ist halt eine blöde Sache, wenn man nur am... oder müssen wir sogar gar nicht dahin, sondern hier oben. Da ist noch was. Was war das hier? Ich glaube, hier waren wir schon mal. Aber ich will einfach nochmal sicher gehen. Wenn wir schon die Gelegenheit dazu haben. Oder ich glaube, ich erinnere mich an die Grotte hier nicht. Ach, da gibt es nur einen Kristall. Für die Zauber, die wir nicht benutzen und so. Na schön. Dann muss ich mir da oben wohl doch nochmal was anderes überlegen. Gut, gut, gut. Oder es kann auch sein, dass man die in einer bestimmten Reihenfolge holen muss. Das kann natürlich auch sein. Will ich jetzt nicht ausschließen. So, dann fahren wir mal in England vorbei, gehen Süden. Denn ich möchte unbedingt hier irgendwo noch an Land gehen. Nämlich genau hier. Zack. So, was haben wir denn hier? Ah, da ist eine Karawana, heißt es. Dann gehen wir mal gucken. Da ist nichts. So, was haben wir denn noch? Was bist du denn für einer? Ja, wir müssen nochmal bauen unsere Camps in Oasen auf. Ja. Die Händler kaufen in der Stadt und verkaufen auf der Reise. Ein Einkauf gefällig? Was bietest du an? So, das... aus Bronze geschmiedet. Oh mein Gott. Das kann ich mir auch... kann man auch sein lassen hier. Hat hier vielleicht noch jemand was Tolles? Ja. Du hast nix. Trau niemals der Wüste. Viele Menschen ließen ihr Leben im heißen Sand. Ihre Knochen bleichen im Herz der Wüste in der sengenden Sonne. Oh, was ist das hier? Ein Kunstgegenstand besonderer Güte. Den kaufen wir mal. So. Den braucht man nämlich, glaube ich, noch woanders. Später. Müssen wir doch nicht dorthin, wo ich gedacht habe. Okay, den wollte ich nämlich noch woanders kaufen. So, dann sind wir hier schon mal soweit. Und gehen jetzt in die Sahara. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass wir den richtigen Ort finden. Okay. $703. Na, das hat sich ja jetzt gelohnt. Aber da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich an eine ganz andere Stelle. Lalalala. Oh, da müssen wir die wohl ablaufen. Ah, hier ist was. So.
Diese Person ist kollabiert. Ich hoffe, nicht auch so zu enden. Hm? Ach, schau mal, schau dir den Hals des Skeletts an. Er trägt so etwas wie eine Halskette. Hey, dieser Stein der Halskette. Erkennst du ihn nicht wieder? Ist das nicht der Stein, den Liam im Gebirge fand? Er wollte ihn für immer aufbewahren. Wie kommt er also hierher? Ein Mensch könnte auf den Löwenfels gelangt sein. Wenn sie Geld riechen, kommen sie überall hin. So, da haben wir den Mondstein. Den ersten von fünfen. Gut, dann haben wir hier schon alles soweit erledigt. Und können wieder zurück. So, und wenn wir den Mondstein hier soweit schon haben, können wir auch direkt mal noch einen kleinen Abstecher nach Ahola machen. Einfach, weil wir es können. Hahaha. Nee, da können wir jetzt den Stein da abgeben. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, gab es da noch jemanden. Ach, Jemini, ist das noch ein Kaff. Na, da müssen wir was gegen tun. Wer bist du? Was ist das für ein Brief? Von dem Menschen deiner zerstörten Stadt? Darf ich mal? Schrecklich. Wie grausam das ist doch das Leben. In Zeiten wie diesen muss ein Mann Stärke zeigen. Ich werde dir helfen. Ich habe viele Ölsardinen verkauft. Ich kann das Geld gut entbehren. Na, dann bin ich doch zufrieden. So, was haben wir denn hier noch? Da war noch einer drin. Soll mysteriöse Bilder angeblich enthält das Juwel anstatt der Augen. Dass sich viele Diebe interessierten, keiner kam zurück. Bla bla bla. Nein, du bist nicht der, zu dem ich möchte. So, wen haben wir denn? Das ist ein... Nein, du auch nicht. Wer wohnt denn hier? Handwerk. Ich stelle gern Töpfe und andere Dinge her. Ich soll einen schönen Kirschschmuck entwerfen. Nur was? Vielleicht könnte ich ein wertvolles Mineral verwenden. Ja, bla bla bla. Ja. Zum Glück haben wir gerade zufällig ein wertvolles Mineral dabei. So, was sagst du denn dazu? Hallo, dieser funkelnde Stein sieht sehr interessant aus. Gibst du ihn mir? Ja, klar. Hat ja nur 1000 Goldmünzen gekostet. Bitte sehr, es ist mir eine Freude. Vielen Dank, das gibt mir das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. Arkeor gibt den Bergkristall. Hat mich dazu inspiriert, ja. So, dann nehmen wir jetzt nochmal die Briefe. Genau. So. Nee, da wollte ich es eigentlich nicht mehr. Das war alles, was ich hier noch machen wollte. Und wenn wir jetzt hier wegfahren, dürfte es, ja. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. So, jetzt haben wir eigentlich so zwei, drei Optionen, was ich noch machen könnte. Ich will jetzt nochmal kurz nach oben, nach Grönland schauen, ob wir da jetzt irgendwo an Land gehen können. Das kann doch fast nicht sein, dass es hier keinen einzigen Landesteg gibt. Irgendwie müssen wir da doch hinkommen können. Weil da ist noch eine Höhle. Und irgendwie muss man da doch hin. Also da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Also irgendeinen Weg dorthin muss es doch geben. Nee. Ich glaube, dazwischen drinne kommen wir auch gar nicht vorbei, habe ich das Gefühl. Nee, die sind voneinander abgeschnitten, die zwei Inseln. Tja. Gut, aber es gibt noch ein paar andere Orte, an die ich gerne möchte. Wieso fahre ich jetzt eigentlich hier unten rum? Das ist doch Quatsch, wir fahren da oben lang. So.
Lippen. Was ist denn das nochmal für ein Haus? Ah, ich glaube, das war irgendein Holzfäller oder sowas gewesen. In Alaska, da sind wir wieder in Sibirien. Aber es gab hier in Südamerika noch eine Stelle, an die ich gerne... Moment, hier waren wir noch nicht. Nee, da kommen wir so gar nicht hin. Okay. Was kochen die hier? Keine Ahnung. Was gibt's denn da drinnen? Ich erforsche die Zugvögel. Diese Vögel nehmen verschiedene Flugrouten, zum Beispiel Alaska und Australien, Nordamerika und Imbecila, Nordamerika und Savanna und Südamerika und Grönland und werden angeflogen. Vögel sind faszinierend. Ich wünschte... Ach ja, so einer ist es. Ja, dann gehen wir doch nochmal kurz nach Alaska und gucken uns hier mal noch ein klein wenig um. Oder müssen wir von hier aus? Zwitschervieh, ja. Kommen wir von hier aus nach Grönland. Das kann natürlich auch sein. Gehen wir mal gucken, wo wir jetzt hier landen. Haben ja noch ein bisschen Zeit, so ist es ja nicht. So, Kumpel, wohin fliegen wir denn? Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wo wir sind. Ah, der fliegt nach Australien. Okay. Naja, trifft sich auch gar nicht so schlecht, weil da wollte ich auch noch was machen. Hier wollte ich nämlich noch was tun. Und zwar... ich muss erst mal gucken, wo war denn der Bürgermeister? Giftshop. Das ist, glaube ich, das Haus des Bürgermeisters, wenn ich es noch richtig weiß. Findest du den Odin-Fels im Westen? Ein Wissenschaftler erforscht das Ende der Welt. Aber es gibt immer noch Ausnahmen, ja. Am Odin-Fels war ich, glaube ich, noch gar nicht. Ich weiß es auch gar nicht mehr auf Anhieb. Ah ja, Bürgermeister. Es gibt hier viele Attraktionen. Essen ist gut, bla bla bla. Was mit der Gedanken, wie wir die Stadt bekannter macht. Es gibt Flugmaschinen, die uns befördern könnten. Wie nützlich. Jawohl, das brauchen wir nachher auch nochmal. So, und wir wollen uns natürlich auch ein bisschen bekannter machen. Deshalb müssen wir hier noch... So, einmal Foto machen, bitte. Hat Ark ein Foto gemacht. So... Das ist jetzt da auf der Kamera. Und das müssen wir jetzt hier herumzeigen, damit die Goldküste etwas bekannter wird. Ist jetzt zumindest mal so die Idee dahinter. So, und wenn wir jetzt hier wegkommen, ja. Aber das will ich auch gar nicht. Ich will eigentlich wieder... Ups, wo sind wir da jetzt gelandet? Ich glaube aber, hier waren wir schon mal, kann das sein? Das kommt mir bekannt vor. Nee, hier waren wir noch nicht. Komm mal hier. Nee, hier waren wir noch nicht. Interessant, interessant. Sachen gibt's. Gibt's hier unten noch was für uns? Nö. Okay, dann halt nur Kohle. Ist aber auch nicht verkehrt. Geld ist nicht verkehrt hier. So. Das ist der Odin-Fels. Da müssen wir auch mal... Will ich jetzt gerade mal noch ein bisschen reingucken, mal, was wir hier so finden. Ich denke, hier könnten wir auch noch mal was Interessantes abstauben. So, die Folge ist jetzt zwar eigentlich so gut wie rum, aber die Zeit nehme ich mir jetzt einfach mal noch.
Oh. Ich bin Wissenschaftler. Dieser Platz ist am sichersten, die Erde ist in großer Gefahr. Von hier aus will ich Zeuge des Weltuntergangs sein. Willst du mir zuhören? Die Zeit nehmen wir uns noch. Die Natur wird zerstört. Früher war sie den Menschen heilig. Doch heute kümmert sich niemand mehr um Pflanzen und Tiere. Die Menschen sind größenwahnsinnig und wollen alles beherrschen. Hier könnte der Anfang vom Ende gewesen sein. Das sind meine Gedanken. Ich sah auf diese wundervolle Welt und dachte nach. Dabei wurde ich auf eine Stimme aufmerksam, die meinen Namen rief. Ein älterer Junge wird kommen und einen Stab tragen. Die Stimme sagt, ich sollte ihm den Mondstein geben. Es war, als käme die Stimme aus der Tiefe der Erde. Nimm diesen Stein. Seit meiner Kindheit trug ich ihn bei mir. Yay, da haben wir schon den zweiten Mondstein. Cool, den hatte ich komplett verpennt hier, dass es hier noch was gibt. Das ist ja klasse, ist das. So. Ah, das funktioniert mal nicht. Dann machen wir mal, dass wir hier wieder runterkommen. So, das ging ja dann einfacher als gedacht. Sehr schön, sehr schön. So, und hier gibt's auch nochmal was. Da kraxeln wir jetzt auch nochmal kurz hoch. Ich nehme mir jetzt einfach mal die Zeit, Leute. Weil ich will jetzt mal mit Australien mal so weit sein, dass ich hier nichts mehr großartig treiben muss. Und dann können wir uns in der nächsten Folge noch ein bisschen den verschiedenen Städten und den anderen Mondsteinen widmen. Hey, wir haben sogar die richtige Ranke erwischt. Ist das toll. So, was gibt's denn hier? Ein Vitalelixier und 200 Taler. Cool. So. So. Und weg hier wieder. So. Yay. Den Sturz überleben wir natürlich. Uff. Ach, da freuen sich die Sprunggelenke. Okay. Gut, dann haben wir das ja alles. So. Dann ich bleibe hier nochmal, penne nochmal kurz. Rechtes Zimmer machen wir. So. Genau, dann haben wir wieder eine ganze Menge geschafft in der Folge, würde ich sagen. Sind richtig, richtig weit gekommen, haben noch eine Menge Briefe ausgeliefert. Und können dann in der nächsten Folge gucken, dass wir noch vielleicht einen Rest zusammenkriegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!